Hallo zusammen. Der gute Zero hat auf seinem Kanal Zero the Hedgehog ein Let's Play zu meinem Spiel Skolios hochgeladen. Wenn ihr euch gut unterhalten lassen wollt oder schlicht zu faul seid, das Spiel selbst zu spielen, dann schaut doch mal vorbei und lasst ein wenig Liebe da. Im Zuge seines Let's Plays haben wir uns zusammengesetzt und ein Entwickler-Spieler-Gespräch über das Spiel, den RPG Maker, Horror im Allgemeinen und Let's Plays geführt. Im Folgenden seht ihr einen Teil davon, den zweiten Teil des Interviews findet ihr dann auf Zeros Kanal. Den Link zum Video und dem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Willkommen zu einem kleinen Frage-Frage-Antwort-Video zu Skolios. Dieses Video solltet ihr jetzt eigentlich direkt nach dem LP dann sehen. Und wir wollen einfach mal auf so ein paar Hintergrundthemen eingehen. Mit dabei ist, ihr seht ihn schon, der Entwickler selber, Tazuma. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja. Ja? Ja. Mensch. Wäre auch doof, so ein Dialog so alleine. Ja. Erstmal, du warst ja relativ lange an Skolios dran. Ich habe jetzt leider nicht mehr die genaue Jahreszahl im Kopf, wann du damit angefangen hattest. 8 Jahre. 8 Jahre. Und die erste Frage, die ich einfach direkt stellen muss, es gibt ja dieses typische Klischee, dass man so sagt, so, okay, es gibt dieses Verhältnis von 10 zu 90, dass man quasi die ersten 90% der Arbeit in 10% der Zeit und 10% der Arbeit dann in 90% der Zeit. Hat das bei dir auch so zugetroffen oder würdest du sagen, das war eigentlich eher so gleichbleibend? Nein. Also ich habe das Spiel gar nicht konstant über diese 8 Jahre entwickelt. Deswegen, also 8 Jahre Entwicklungszeit ist auch eigentlich völlig relativ, weil 2013 hat es angefangen, 2021 hat es geendet, aber das heißt nicht, dass ich wirklich durchgehend daran gearbeitet habe. Also ein Jahr lang war die erste Demo, die ja nie das Licht der Welt erblickt hat. Und die war ganz anders als das letztliche Spiel. Also es war ein ganz anderes Konzept noch. Und dann habe ich es komplett neu angefangen, neues Setting überlegt, das mit dem Bahnhof dann letztlich. Aber ich habe dann so viel anderes noch gemacht in der Zeit, war dann zwischendurch noch Kamerakurse machen und Kurzfilme drehen und zwischendurch auch andere Spiele machen. Imagination kam ja auch dazwischen dann noch. Von daher ist das dann erst nach 2016, würde ich sagen, 2016, 2017 irgendwann, eher 2017 sogar, dass ich da richtig gesagt habe, okay, jetzt steht Konzept und Story und jetzt kann man da auch effektiv dran arbeiten. Aber halt auch nicht so jeden Tag dran, sondern nur immer mal wieder, wie Motivation ist. Ja, ich glaube, meistens geht es ja irgendwie so darum, dass man so sagt, so sich so, okay, das grobe Spiel, das hat man meistens relativ schnell fertig. Und dann diese ganzen Feinheiten, so, die man dann macht, so, auch so Bugs fixen oder so, das frisst dann mal je nachdem so viel Zeit, dass man dann irgendwie gefühlt so für so Kleinigkeiten länger dran sitzt, als eigentlich so für das grobe Spiel selber. Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wie jeder arbeitet. Also ich denke, manche machen das sicherlich so, dass sie erstmal das komplette Grundgerüst bauen und dann so die Feinheiten machen, klar. Manche machen aber auch vielleicht so, dass sie sagen, ich fange vorne an und höre hinten auf. Und bei mir war das so, dass ich völlig wild durcheinander gearbeitet habe. Weil ich gedacht habe, okay, ich könnte jetzt vorne anfangen und hinten aufhören, aber dann hänge ich halt fest, wenn ich zwischendurch das Gefühl habe, ich komme nicht weiter. Deswegen habe ich gedacht, damit es weitergeht, mache ich jetzt einfach irgendwo weiter, wo ich weiß, es kommt eh noch irgendwann. Aber ich habe da jetzt gerade Lust drauf. Von daher so ging es dann besser vorwärts. Ich meine, so einen groben, also hast du vorher schon gesagt gehabt, so 2016 rum war ja dann die Story fertig und von da an hast du dich ja so gesehen als Werk gemacht. Also hast du dann selber so, als du an dem Spiel gearbeitet hast, dann auch schon so eine Idee, wo du direkt mit der Story hin willst? Oder war das dann auch so ein bisschen so, okay, so im Laufe der Entwicklung so, ja, ich könnte auch die Story ein bisschen so und da ein paar Winkel einbauen, hier und da. Was es genau der Kern ist und wo es anfängt und wo es hingeht, das hat sich dann entwickelt, aber nicht während des Machens. Also die ganze Konzeptphase gibt es schon ganz lange, aber dass ich wirklich sage, okay, jetzt habe ich meine Handlung und ich baue diese Handlung nach und nach auf, das schon erst ab dem Punkt, wo ich wusste, wo es hingeht. Denkst du denn, dass RPG Maker Horror genauso funktioniert wie 3D-Horror? Oder dass es funktionieren kann? Oder denkst du, da gibt es durchaus Unterschiede? Der Unterschied ist schon irgendwie so, beim 3D-Horror-Spiel liegt ja der Fokus meistens mehr so drauf, dass man selber so gesehen ja in diesem Geschehen ist. Sprich, man selber ist ja quasi der Protagonist, auch wenn es jetzt storytechnisch nicht immer so ist, aber
man spielt es meistens so. Und das Barbie-G-Maker-Spielen ja doch jetzt nicht ganz so, dass man sich jetzt selber so als diesen kleinen Pixelmann da sieht. Aber ich finde halt irgendwie RPG-Maker-Horror in der Hinsicht immer ganz interessant, weil es, klar, es ist natürlich aufgrund auch technischer Limitierungen sehr oft sehr storybasierend im Vergleich zu 3D-Horror-Games, aber ich finde da halt wiederum, das irgendwie hat so einen eigenen Reiz für sich. Vor allem, ich finde es immer wieder interessant, was man halt doch so mit dieser, auch wie wir es vorher davon hatten, relativ kleinen Bildfläche, was man da alles so rausholen kann. Soundtrack-technisch, wie bist du, also man kennt es ja so aus alten RPG-Maker-Games, so dass man da eigentlich so hingegangen ist und so war, so, okay, ich möchte jetzt ein Game machen, okay, das ist so Silent Hill-artig, soll das so in die Richtung gehen. Aber was für Musik nehme ich denn? Ja, was hat denn das Silent Hill-Soundtrack so für Tracks? Okay, ja, den nehmen wir und den nehmen wir. Und White Noise, oh, der ist noch nie verwendet worden. Na, den will ich auch drin haben, unbedingt. Aber das ist jetzt bei dir diesmal gar nicht der Fall irgendwie. Ja. Naja, wie bist klar. du denn da so bei der Songsuche davor gegangen? Also effektiv, es ist viel von Silent Hill inspirierter Kram drin, weil die Grundstimmung natürlich in eine ähnliche geht. Also das ist jetzt wieder, wo ich sage, ich wollte eigentlich ursprünglich in eine andere Richtung. Dann habe ich letztlich gemerkt, diese andere Richtung ist aber nicht unbedingt das, was ich machen will. Und so bin ich dann wieder bei zwei Dingen gelandet, die ich selber mag, nämlich erstens psychologischer Horror, weil ich den unheimlich finde. Und zweitens, ich wollte es eben kombinieren mit einem ganz gewissen Gefühl, was man in Lost Places bekommt. Und Lost Places haben eben dieses Silent Hill-Flair. Obwohl ja die Silent Hill-Spiele gar nicht dieses etabliert haben, dass die Stadt wirklich heruntergekommen ist. Mhm. Aber irgendwie hat sich das dann so ergeben. Von daher habe ich einfach was gewollt, was eben auch so ein bisschen dieses Feeling hat von melancholisch verträumt. Und dann habe ich halt geguckt, was andere Künstler so machen. Und zum Beispiel, dass den Christoph Frutuoso, von dem einige Stücke sind, den kannte ich jetzt schon länger. Also da habe ich die Alben schon länger auf der Platte und habe gedacht, okay, wenn das sich das mal ergibt, dann gucke ich mal, was ich da verwenden kann. Aber ich wollte jetzt nicht alles von dem nehmen. Und so habe ich dann mal so einfach ein bisschen rumgeguckt. Und so haben sich dann so verschiedene Künstler ergeben. Also es gibt welche, die haben zum Beispiel so ein paar Ambient-Sachen beigesteuert, die halt einfach gruselig sind. Dann habe ich einige Sachen auch selber mit beigesteuert. Vor allem halt eben auch Ambience-Kram. Oder dieses Piano-Stück, was immer mal wieder vorkommt im Spiel. Das haben wir eingespielt. Ansonsten ist eben der Survival Spheres, der einige Stücke beigesteuert hat. Auf den bin ich dann irgendwann gekommen, wo ich auch so nach verträumten, melancholischen Sachen gesucht habe. Und dann bin ich eben auf so einen Channel gekommen, der da Resident Evil und Silent Hill inspirierte Sachen gemacht hat. Und das erste war eigentlich ein Silent Hill Song inspirierter. Und ich habe gedacht, oh ja, klingt ganz gut. Und dann habe ich mir die ganzen anderen von ihm durchgehört während des Arbeitens und gemerkt, dass die viel besser passen als das, was ich ursprünglich gefunden habe. Und dann habe ich letztlich die benutzt, die ich dann gehört habe, während ich die Dialoge und Szenen geschrieben habe. Und so war es dann irgendwie stimmig passend. So. Ich meine, richtig stark kam ja bei mir so ein bisschen dieses Silent Hill-Feeding auf, als ich da diese Wirbelsäule eingesammelt hatte, ja, und noch so gemeint hatte, jetzt hier. So, was haben wir denn hier? Das scheint eine... Genau, also das fand ich auch einen ganz schönen Moment irgendwie, weil du so einer bist, der das auch zu würdigen dann weiß, wenn man sowas macht. Das war halt auch wirklich so eine Hommage, ne, an Silent Hill, weil das auch mit den Gitarrenriffs so ein bisschen in diese Richtung gehen soll. Und ja, das war ganz offensichtlich in diese Richtung geplant. Die anderen finde ich persönlich, Yamaoka hat da immer so ein bisschen mehr so die etwas höheren Töne und ein bisschen verträumter. Und das, was ich so benutzt habe von dem Survival Spheres, fand ich so toll, weil es eben nicht so ganz in diese Richtung geht, sondern eher so ein bisschen was Tieferes, Tragisches, Melancholisches drin hat. Und das fand ich total passend und irgendwie auch vom Sound her zu diesem ganzen Bahnhofsfeeling toll. Deswegen habe ich die dann genommen. Weil du es ja auch häufiger erwähnt hast mit der Musik. Was findest du denn wichtiger, Bild oder Ton bei so einem Horrorspiel? Ich denke eher, also ich würde es mal sagen, eher Ton als Bild. Weil ich glaube, wenn du, beziehungsweise, ja, es ist ganz simpel so gesagt, so, du kannst noch so ein gruseliges Bild nehmen und einfach eine Benny Hill Musik drunter legen und es wird dich halt in keinster Weise irgendwie schocken oder so.
Du kannst aber wirklich so eine kleine, so bunte Quietsch-Grafik haben, wenn da irgendwie so ein bisschen Atmosphäre da ist. Kann das dich, glaube ich, trotzdem irgendwie catchen. Deswegen würde ich sagen, Ton ist da, denke ich, wichtiger als Bild. Absolut. Absolut. Das ist ja auch bei Filmen genau das Ding, dass Leute immer, wenn es gruselig wird, sich die Augen zuhalten, aber eigentlich sollte man sich die Ohren zuhalten, weil das ist viel schlimmer, was man da so hört. Die Fotos, die da teilweise, die da immer wieder, das heißt, die immer wieder, ganz Fotos, die man so findet, hast du die alle selber geschossen oder hast du da auch teilweise Online-Fotos verwendet oder so eine Mischung aus beiden oder? Fast. Ja, die Fotos sind in erster Linie Eigenarbeit. Es gibt zwei, die sind gewissermaßen Google-Bilder. Aber die habe ich einfach mal kackendreist genommen, weil ich erstens denke, das eine ist von 1800 irgendwas. Da gehe ich mal davon aus, dass mich der Urheber nicht mehr verklagen würde, weil er schon tot ist. Aber es bildet auch etwas ab, was das Bahnhofsgebäude symbolisieren soll. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es okay. Und das andere ist einfach ein Bild von meiner eigenen Schule. Von Google geklaut, aber es ist meine Schule. Von daher gehe ich davon aus, dass es auch okay. Und ja, die anderen sind im Grunde einfach Bilder von, ja, die ich selber geschossen habe, wo selber Modell gestanden oder eben jemand anders abgelichtet. Und ja, davon gibt es auch viele in Skolios. Ja, ich meine, man sieht da hinten schon den Kameraden, der ist ja auch auf dem Bild verewigt worden. Genau, ja. Ja, nicht nur auf dem Bild, also, aber da, ja, erkennt man das, wenn man das Spiel gespielt hat, was das ist? Es ist ja nicht nur das Foto. Ja, das ist ja auch die Gestalt, die einen da auch verfolgt, dann zum Beispiel bei der tollen Kanalszene, wo ich mir gesagt habe, ja, komm, guckst du mal, was da hinten war. Oh! Genau. Ja, richtig. Mit Verantwortung umgehen kann. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Also der hatte zum Beispiel seine Design-Ursprünge schon vor, bevor er in Skolios aufgetaucht ist. Und irgendwann habe ich halt, als ich geguckt habe, was sind denn die Antagonisten in diesem Spiel und welche würden sich optisch so hermachen, kam ich halt irgendwann auf den Gedanken, ich hatte dieses Kostüm schon mal. Es passt perfekt in diese Geschichte. Also klar, benutze ich das dafür. Also bei Skolios ist es ja an sich jetzt auch so, wie bei vielen Spielen so, es ist diese Art von Survival-Horror, wo du im Grunde eigentlich so ein bisschen so, sag ich mal, schon so erkundest und halt bei gefährlichen Szenen eigentlich eher fliehen oder dich verstecken musst. Ein Kampfsystem hast du jetzt tatsächlich aber keins drin gehabt, so gar keinen Bock gehabt oder einfach so jetzt nicht gewusst, wie man Vernünftiges umsetzt, außer halt das typische Action-Kampfsystem, wo du halt permanent auf die Enter-Taste hämmerst, dass hoffentlich der andere vor dir stirbt. Also keine Lust würde ich nicht sagen, das war eine sehr bewusste Entscheidung, das nicht zu machen, aber ich hätte es jetzt auch nicht gut gekonnt. Das kann ich ruhig sagen. Also Action-Kampfsysteme auf dem RPG-Maker finde ich sowieso immer völlig ätzend. Ich hatte das ja mal versucht bei meinem Sci-Fi-Spiel. Da gab es einen Schusswaffenwechsel mit Aliens. Aber gut gelungen war das nicht. Von daher, ich finde, der RPG-Maker ist für solche Action-Kampfsysteme nicht actionlastig genug. Das klappt einfach nicht so gut. Es gibt Entwickler, die können da gut was rausholen. Ich gehöre nicht dazu. Ja, ich meine, meistens ist ja leider die Erfahrung, so wie ich es beschrieben hatte. Man drückt Enter so lange, bis der andere Gegner hoffentlich stirbt. Und ja, genau. Also es gibt Spiele, die können das auch besser, aber das war jetzt in dem Fall, ich würde Skolios gar nicht Survival-Horror nennen, weil dafür gibt es kein Survival. Also du bist ja effektiv gar nicht am Überleben. Ich meine, du rennst weg, ja, aber du hast keine Lebensanzeige. Das heißt, du achtest nicht auf deinen Lebensumstand. Du isst und trinkst nichts. Also von daher ist es eigentlich kein Survival, sondern eben eher einfach, ich musste eine Möglichkeit finden, um eine Gefahr ins Spiel zu bringen. Und die ist halt, du wirst verfolgt und kannst Game Over gehen, wenn du erwischt wirst. Und von daher, dafür sind dann eher so, sage ich mal, die mittlerweile klassischen Weglaufspiele wie Outlast oder so sind dafür Modell gestanden, dass ich sagte, okay, entweder versteckst du dich oder du schleichst drum rum oder du läufst halt weg. Oder so Spiele wie Taunt als RPG-Maker-Spiel, wo du ja auch, wenn du einen Gegner von dem getroffen wirst, bist du direkt Game Over. Kann man drastisch finden, aber ich finde, wenn du so in Anführungsstrichen wenig Gegner-Konfrontationen hast, dann passt das.
Ja, finde ich auch, also finde ich jetzt an sich bei so RPG-Maker-Spielen, wenn die quasi, ich sage jetzt mal, Instant-Deaths sind, finde ich es an sich auch immer relativ fair, weil wie du schon gesagt hast, es ist jetzt nicht wirklich sehr viel Konfrontation. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, gerade bei vielen Stellen, jetzt nicht bei allen, aber doch bei einigen Stellen, wo man sterben konnte, hast du dem Spieler ja auch vorher so gesehen aufs Auge gedrückt, hey du könntest vielleicht nochmal speichern. Ja, wobei ich also an der einen Stelle auch erst die Speicheroption ab einem bestimmten Patch reingebracht habe, nachdem ich gemerkt habe, dass einige Spieler wutentbrannt gesagt haben, ich durfte gar nicht mehr speichern. Wenn du ein Kampfsystem machen würdest, wir hätten jetzt zum Beispiel so diese zwei Punkte so, okay, du kannst diesen starken Marine machen, der theoretisch jetzt weniger in Gefahr ist, aber dafür es sinniger wäre, dass er sich so und so wehren kann. Oder du machst dieses wehrlose Mädchen, das sich einfach grundlos mit den Sachen auf einmal wehren kann gegen die Monster, die jetzt da auf einmal auftauchen. Wofür würdest du dich da eher entscheiden? Also erstmal bin ich, das muss ich jetzt für meinen Seelenheil sagen, nicht der Meinung, dass ein Mädchen gleich wehrlos bedeutet. Aber es kommt immer ganz auf das Spiel an, was ich machen will. Wenn ich ein Spiel will, was gameplay-technisch darauf aus ist, dass man Interaktion mit Kämpfen hat, dann nehme ich vielleicht einen Charakter, der sich wehren kann und bei dem es glaubwürdig ist, dass er sich wehrt. Wenn ich ein Spiel will, was eher eine andere Narrative hat, dann gestalte ich das vielleicht auch anders. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Ahnentraum, was durchaus ein Kampfsystem hat, wo aber die Gegner, das ist dir auch damals aufgefallen, sehr, sehr schwer sind oder nicht so einfach zu besiegen sind. Was eben auch daran begründet ist, dass die Hauptfigur keine Kämpferin ist, sondern eben noch neu mit Waffengebrauch ist. Und dementsprechend dauert es sehr lange, bis sie einen Gegner besiegt hat. Ja. Also dementsprechend kann man eben auch bei sowas, man muss es halt irgendwie glaubwürdig hinbekommen. Zeichnungen, da sind wir ja theoretisch auch schon durchgegangen. Hast du ja gesagt gehabt, die Freundin, oder Kollegin von dir, die da eben auch mehr, da bei mir in den Kommentaren mitgeschrieben hat. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Es tut mir so leid. Alles gut. Secret Angel auf YouTube. Daniela heißt sie. Genau, also die Optik des Spiels ist ein großes Mischmasch aus Ressourcen, die ich anderweitig benutzt habe. Da kann ich dir auch gleich noch eine Frage zu stellen. Dann sind es viele eigene Grafiken und Texturen von mir dabei. Und eben einige Sachen, die ich einfach selber nicht akut zeichnen kann, wie zum Beispiel so ein paar Vorhänge, habe ich mich ganz schwer mitgetan, wie Vorhänge Falten werfen. Bei ein paar Maps habe ich überhaupt nicht weiter gewusst, wie der Schatten richtig geworfen wird. Und da ist sie als Grafikdesignerin, beziehungsweise Mediendesignerin, kennt sie sich da besser aus und da hat sie dann ein bisschen was beigesteuert. Ja. Aber weil wir gerade dabei sind, hast du denn jemals irgendwo beim Spielen das Gefühl gehabt, dass die Grafiken oder die Optik nicht zusammenpasst? Nein. Das ist tatsächlich auch wieder so ein Ding. So, es war immer ein großes Gesamtwerk. Aber das finde ich aber, glaube ich, ja klar, bei Ahnentraum ist es natürlich, sag ich mal, das Spiel lag ja schon sehr, 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 sehr weit zurück. Aber so abseits davon, wobei auch bei der neueren Ahnentraum, die muss das auch wieder anders aus. Ich finde es immer, dass du das gut hinbekommst, ein Gesamtwerk eigentlich zu schaffen. Und das ist auch dann, wenn du sagst, so, dass irgendwelche anderen Grafiken irgendwo her sind, dieses Stückwerk kommt nicht wirklich rüber als Spieler. Ja, das ist cool. Weil erstens, es sind einige Ressourcen von mir, einige Ressourcen von Calvin zum Beispiel und einige Ressourcen von wieder einem asiatischen Ressourcenentwickler. Und die zusammen funktionieren meiner Meinung nach auch ganz gut. Aber Calvin selber zum Beispiel sagt, er findet, dass seine Grafiken total da rausstechen. Und ich dachte, nö, überhaupt nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, erstens, du hast diesen Anime-Character-Look von den Figuren. Die Facesets sind ja auch Anime. Wiederum sind dann aber die Fotos fotorealistisch. Ja? Und auch viele Texturen sind eben nicht dieses typische hochkontrastige, farbenfrohe RPG-Maker-Standard-Look, sondern haben eben eher so diesen farbentsättigten, weniger Kontraste und reale Texturen, die da überall drüber liegen. Und von daher, wenn du sagst, das passt trotzdem zusammen, dann ist es irgendwie ein schönes Gefühl, weil eigentlich gibt es viele Kontraste in dem Sinne, ne? Weil mit den realen Bildern und dann doch dem Anime-Look. Ja, das könnte man jetzt so sagen, so, aber klar, keine Ahnung, vielleicht auch bei mir so. Es ist ja irgendwie, sag ich jetzt mal, so, es ist ja schwer, zum Beispiel, wenn man jetzt so reale Orte oder sowas angenommen hat, so sich als
so Grundidee nimmt für so eine Welt oder so, das ist ja schwer, das im Maker umzusetzen. Von dem her finde ich da jetzt so, habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, sodass man jetzt einen Kontrast hat, zum Beispiel von realen Fotos und nachher dieser RPG-Maker-Pixel-Optik oder auch Anime-Facets oder so. Ich würde es eher eigenartig finden, wenn du tatsächlich mal so ein Spiel hättest, wo du einfach Fotos für die Charakter verwendest. Das würde ich dann, da würde ich dann eher da sitzen und sagen, okay, da wurde schon starker Kontrast verwendet. Ja, klar. So war das für mich eigentlich immer die ganze Zeit ein recht stimmiges Gesamtbild, also. Ja, okay. Irgendwie so die Kontraste, die vorhanden waren, es war nachher irgendwie so gefühlt so, muss man sich vorstellen, so als hättest du irgendwie so verschiedene so Bausteine, aber quasi das Spiel selber hat dem dann wieder so ein Dach gegeben, dass diese einzelnen Bausteine so trotzdem gut zusammengepasst haben wieder. Das ist so zumindest so das, was bei mir rüberkam, deswegen. Ja, wunderbar. Was mir tatsächlich so natürlich direkt aufgefallen ist, ich habe auch direkt erwähnt gehabt, wo ich das auch schon gesehen hatte, ist natürlich, das ist irgendwie, glaube ich, ich kenne das von keinem anderen RPG-Maker-Spiel, dass sich die Mühe gemacht wird, die Kameraperspektive quasi zu simulieren, so, beziehungsweise halt zu wechseln, in Anführungszeichen. Ja. Das ist irgendwie gefühlt so ein Tazuwa-Original. Balsam für die Seele. Hast du das, aber ich frage es einfach mal so, ist das so eine Idee, wo du sagst, okay, das hast du selber aber schon irgendwo anders mal gesehen und fandst das einfach cool und wolltest das selber haben, oder ist es tatsächlich einfach so ein Ding, wo du so, das hast du ja schon bei 9 gehabt, wo du einfach so gedacht hattest, so, okay, das ist irgendwie dumm, wenn du den Raum nur immer aus einem Blickwinkel siehst, deswegen mache ich mir da die Mühe und mache dann Map-Switch oder sowas rein. Beides. Also, es gab damals ein Epic Game Maker Horrorspiel namens Tort. Und das hatte in, glaube ich, nur einer Map so einen Perspektivenwechsel. Und man muss natürlich auch sagen, diese Perspektivenwechsel auf dem Maker sind halt nur so, ja, sporadisch umsetzbar, weil ich meine, du drehst quasi ja den Bildschirm, hallo Katze, aber du bist jetzt nicht deswegen näher dran oder weiter weg. Und also inspiriert ist es gewissermaßen durchaus von Spielen wie eben Resident Evil, Silent Hill, die ja auch diese festen Kameraperspektiven hatten, aber es hat halt auch Filminspiration. Und ich bin ein riesen Filmfan. Ich habe gern schon Kurzfilme gedreht und so weiter. Und ich finde, das ist ein super interessantes Stilmittel, wenn du eben wechseln kannst zwischen, du bist in der Totalen, du bist weiter weg. Und dann bist du plötzlich im Close-Up und bist näher dran und hast deinen Fokus irgendwo drauf. Und das funktioniert eben in 3D super. Bei Epic Game Maker nur so bedingt. Aber man kann eben trotzdem, wenn man eben, wie zum Beispiel in der Schule, wo du so einen Moment hast, kommst du in den Raum rein und dann wechselt die Perspektive und plötzlich siehst du einen Schalter an der Wand, den du vorher nicht siehst. Oder im Stellwerk. Und das finde ich eben durchaus ist ein cooles Stilmittel, wo vielleicht noch kein anderer Maker drauf gekommen ist oder weil sich andere gedacht haben, boah, das ist mir viel zu viel Arbeit. Aber ich meine, ich stelle mir das auch ein bisschen schwer vor, dass wenn du jetzt so einen Raum aus verschiedenen Teilen baust, dass du nachher quasi für den Kopf selber in sich aber wieder einen logisch, sag ich mal, existierenden Raum hast, sprich, dass Proportionen und Winkel alle noch Sinn ergeben. Ja. Da würde ich mir jetzt aber extrem schwer tun. Ja, es ist, man muss da irgendwie mogeln oder einfach ein Auge zudrücken, weil das ist sicherlich auch nicht alles komplett richtig so, was ich da gemacht habe. Also, wenn man sagt, eine komplette Spiegelung kriege ich dann auch nicht zu 100% hin, weil dann müsste ich sämtliche Grafiken von Steinen, Stühlen und so weiter auch komplett spiegeln. Und das mache ich dann nicht. Also, ich sehe, was ich im ursprünglichen Raum hatte, ich nehme die Grafiken und drehe sie auch irgendwie um. Aber ja, da muss man dann, glaube ich, mir vielleicht ein bisschen verzeihen, dass nicht alles komplett 100% logisch ist. Der Effekt funktioniert meistens so, habe ich gesehen, aber ja, es ist natürlich nicht wie im 3D, wo man dann denselben Raum zweimal hat, ne? Ja, yeah. Ich meine aber, also es ist halt auch wieder so ein Ding, glaube ich, aber als Spieler selber, also so zumindest ich jetzt so, ich bin jetzt auch nicht so dieser Mensch gewesen, der dann so, okay, dieser Raum hat sich jetzt gedreht, ja, gibt das denn jetzt alles noch Sinn? Erstmal hier alles so
sondern ich habe das gesehen wieder, dass das passiert und war direkt so, okay, das hat für mich in meinem Kopf direkt Sinn ergeben. Ja. Und so wie es war, hat es dann auch einfach funktioniert schon. Ja, ich denke, da guckt auch keiner so genauer hin. Aber klar denkt man sich so, also wenn diese Bodentextur jetzt auf der einen Map so aussieht, dann sollte es auch schon dieselbe Bodentextur auf dem Perspektivenwechsel sein, nur halt gespiegelt. Na, aber vielleicht muss sie dann so und so und hin und da. Also ich meine, es reißt halt schon raus, wenn der dann komplett anders aussieht. Aber Details fallen dann wahrscheinlich dann eh nicht auf. Ich meine, also jetzt nach dem Video natürlich. Jetzt werde ich mir natürlich hinsetzen. Jetzt guckst du nochmal genau hin. Jetzt guck ich mal ganz genau hin. Ach, Melpesos, Golios zerlegt. Beziehungsweise, wie heißt das schon? Die Zerstörung von Skolios. Also, so nett die Videos doch. ich meine, jetzt ist es ja eben schon, sind ja schon so ein paar, wir sind rausgekommen, witzigerweise. Eigentlich immer genau nach einer Aufnahmesession gefühlt, war immer genau da nach einer neuen Version draußen. Bugs hattest du, die das Spiel wirklich quasi, Anführungszeichen, vielleicht auch zerstört hatten, so als es rauskam? Zu viele. Weil, ich hatte glücklicherweise, kann ich ja sagen, jetzt so beim Spielen, ich hatte gar keinen einzigen, jetzt wirklich mal. Also, das kann ich schon mal vorwegnehmen, so. Es ist kein Bug aufgetreten. Ein kleiner ist passiert, aber der ist, glaube ich, verzeihbar so. Das siehst du auch dann im LP selber. Mhm. Aber es ist jetzt nichts aufgetreten, was das Spiel irgendwie gecrashed hat oder was mein Fortschritt irgendwie zerstört hat oder so. Boah, wie viele Bugs? Zu viele. Also, die ersten Versionen waren schlimm. Die ersten paar, gerade die Beta-Version. Wo man auch sagen könnte, hey, ja, die Beta-Tester haben es halt auch nur in Anführungsstrichen oberflächlich gespielt. Es gibt eine, die hat das wirklich 2-3 Mal durchgespielt, die hat das ganz großartig gemacht und so viele Fehler gefunden. Aber vieles wurde dann auch tatsächlich erst im Nachhinein, als das Spiel schon raus war, gefunden. Von daher war ich dann ganz happy, dass du das nicht sofort bei Release gespielt hast, sondern erst später. So sehr ich mich immer freue, wenn ich Spiele zerstören kann, da habe ich immer so eine innere Freude irgendwie, keine Ahnung, also das ist doch, was es ist in mir, der freut sich dann immer, wenn ich irgendwelche Bugs finde, sage ich mal, ich bin super Beta-Tester, ich probiere allen möglichen Dreck aus. Das hast du ja auch schon, das kann ich auch mal sagen, so geschrieben gehabt, so, einer, der direkt mal diese Maske aufzieht. Ja. Ich war so, ich habe die gefunden, naja, erstmal gucken, was die macht. Oh, man kann die ja tragen, ach ja, schön. Ja, das ist auch das Interessante irgendwie, also, ich meine, es ist ein psychologisches Horrorspiel, aber es ist nicht nur für die Figuren psychologisch, sondern auch für den Spieler, weil es gibt so viele Dinge, die du irgendwie ausprobieren kannst oder tun kannst oder nicht tun kannst. Manche Spieler gehen zu dieser Maske hin, nehmen sie mit, setzen sie auf, so wie du. Manche andere nehmen sie mit und denken sich, was mache ich damit? Ich gehe halt mal weiter. Und dann gibt es wieder andere, die nehmen die gar nicht mit und denken sich, nein, das ist kein gutes Symbol, das mitzunehmen. Von daher, das ist auch gerade für mich eben, dann findet da der Austausch statt mit den Spielern, um zu gucken, wie reagiert jeder und wie verhält sich jeder anders. Und je nachdem, wohin Leute gehen und was sie anfassen und angucken, ändert sich eben das Spiel auch. Und das finde ich eben das Interessante dann letztlich, zu sehen, wie die Spielererfahrung sich ändert dadurch. Ja. Oh, natürlich eine Sache, ganz, ganz wichtig, das darfst du hier jetzt nochmal erklären, die Taschenlampe. Wie hast du denn die Taschenlampe umgesetzt? Ich habe immer so grob gemutmaßt gehabt, wahrscheinlich, wie ich das irgendwie so, ohne jetzt konkret die Maker-Technik dahinter zu haben, wie ich das irgendwie umsetzen würde. Von all den interessanten Dingen fragst du nach der Taschenlampe? Wirklich? ich hab's erwähnt gehabt und muss jetzt natürlich mit runterkommen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sämtliche Entwicklungsgeschichten zu Skolios interessanter sind als die Taschenlampe, aber eigentlich könnte man sagen, dass es so ist. Weil ich hatte bei so vielen Dingen, die ich gemacht habe während der Entwicklung, so viel Spaß, aber die Taschenlampe war wirklich so ein Punkt, der so uninteressant war. Also im Grunde funktioniert das System so ganz plump, wenn du eine Map hast, die größer ist als die Standardmaße. Das Bild scrollt irgendwann, es scrollt immer mit der Figur. Bei so einem Raum, der Standardmaße hat, scrollt das Bild nicht mit, sondern da bewegst du dich im Raum herum. Mhm. Und so funktioniert letztlich die Taschenlampe. Das ist immer ein Bild, was auf deiner Figur zentriert ist, in der Mitte, je nachdem, ne? In welche Richtung du halt guckst. Und es kommt immer eine Abfrage, in welche Richtung guckst du? Okay, ja, da, Lichtkegel da. Und eben die Begrenzung für da, wo es dunkel sein soll, ist dann nochmal ein anderes Bild. Aber ansonsten, ja, es ist einfach nur ein Bild, was da liegt und immer davon ausgeht, dass du immer zentriert bist und nicht den Maprand erreichst. Weil wenn du das erreichen würdest, dann würde die Taschenlampe irgendwann stehen bleiben und deine Figur wäre raus.
Ich meine, ist so ein kleines Meme für mich schon gewesen, dass das hier mit rein musste, aber ja. Ach, keine Ahnung, ich fand das irgendwie, es hat was schön Gimmickeshaftes so gehabt irgendwie. Ich sage, ich mochte das irgendwie. Das sind so Kleinigkeiten, die ich tatsächlich dann ganz schön finde. Im Horrorspiel, finde ich, muss man ja auch nicht immer alles komplett sehen. Das hatte ich dann auch wieder als Thema bei dem Spiel, was ich jetzt letztens gespielt habe, Lonely, wo auch viele Aspekte sind oder Momente, wo du einfach echt wenig sehen kannst. Dort ist es ein bisschen extremer als bei meinem. Also deswegen habe ich extra diese Taschenlampenabschnitte auch relativ rar gesät, damit man eben auch das meiste sehen kann. Mhm. Es soll immer wieder Momente geben, wo man sich halt durchaus mal verloren fühlt, aber dann auch halt nicht so sehr, dass man komplett in der Dunkelheit verschwindet irgendwie. Ne? Also es gibt ja auch Maker-Spiele, die machen das so, dass du dann alles außerhalb des Lichtkegels nicht mehr siehst. Und das ist dann spätestens dann, wenn du irgendwie versuchst, eine Tür zu treffen oder so, ganz schwierig. Vor allem gerade beim Spiel, wo du eigentlich auch vom Spieler so ein bisschen möchtest, dass er so ein Stück weit so Sachen erkundet, so Kleinigkeiten finden kann, ist natürlich dumm, wenn natürlich ein Großteil von den Sachen, die man finden könnte, nach einer Dunkelheit verschwinden. Ja. Es nimmt auch so ein bisschen den Erkundungsspielraum weg. Ja. Was denkst du denn, abgesehen von der Taschenlampe, von dem, was du gesehen hast, was arbeitsaufwendig war? Vielleicht kannst du dir was vorstellen. Und du hast ja gesagt, es würde dich selber auch mal reizen, ein Spiel zu machen. Was würdest du denn gerne mal machen? Würdest du dir gerne Sachen vornehmen und Karten gestalten? Würdest du gerne Sounds aufnehmen? Und gibt es vielleicht Sachen, die du so gar nicht machen würdest? Ich muss tatsächlich sagen, habe ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht gehabt, so wie aufwendig so die Sachen sind. Da fehlt mir auch selber dann teilweise so ein bisschen so dieses Greifbare. Wie gesagt, bei der Taschenlampe war ich auch so von wegen so, oh ja, okay, ich stelle mir das jetzt einfach vor, aber ich wüsste jetzt selber direkt gar nicht, wie kann man das umsetzen. Aber ich denke halt mal vor allem wahrscheinlich so, würde ich jetzt mal vermuten, so in dieses Endgame-Areal, nenne ich es jetzt mal, ist wahrscheinlich halt sehr, sehr viel Zeit reingeflossen. Vor allem dadurch, dass dieses sich auch immer wieder mal verändert. Ich für mich kann sagen, für mich war es die Technik. Die Technik ist immer ganz schwierig, weil da schleichen sich immer wieder Fehler ein, die du selber nicht kommen siehst. Und dann musst du irgendwie bei dem Versuch, es zu retten, nicht noch mehr Fehler reinhauen. Das ist ganz schlimm. Und deswegen, ich bin jemand, der meistens Spaß hat am Maps gestalten und raus in die Welt gehen, Texturen sammeln, Sounds aufnehmen, also ganz viele Sounds in Skirless sind auch selbst aufgenommen und das hat so viel Spaß gemacht. Das ist ganz großartig. Aber die Technik und, das meint man jetzt vielleicht nicht so, aber für mich ganz furchtbar, die Dialoge. Ich schreibe total gerne, aber bei so einem psychologischen Horrorspiel, wo du irgendwie versuchen musst, dass Figuren lebendig wirken, gleichzeitig aber auch irgendwie ihrem Charakter treu sein müssen und Informationen vermitteln müssen, ohne zu viel Informationen zu vermitteln, ist unfassbar schwierig. Deswegen, die Dialoge habe ich bestimmt auch 4-5 Mal überarbeitet alle. Das war, und ich, happy bin ich immer noch nicht komplett damit. Es ist jetzt so, es musste halt irgendwann mal fertig werden. Ja klar, okay, jetzt verstehe ich das, wie du es gemeint hast. Ja klar, bei Technik ist halt vor allem eben, wie du schon gesagt hast, so das Ding, du kannst ja selber als, glaube ich, als Entwickler nie so richtig voraussagen, so wie spielt der Spieler nachher das Spiel. Da hast du beim 2D-Bereich immerhin noch das Glück, dass du, sage ich jetzt mal, nur zwei Dimensionen hast, auf die du achten musst, die eventuell zerstört werden können. Das ist ja bei der dritten Dimension, vor allem mit Springen dazu kommt, sehr, sehr schwer da irgendwie, das Spiel so hinzubekommen, dass man sich nicht damit irgendwo, zum Beispiel aus einer Map rausglitschen kann. Weil du gerade eben gefragt hattest, so, ja klar, ich habe mal selber gesagt, ich würde auch mal selber irgendwo gerne so ein Spiel machen. Ich hätte auch irgendwie so, ich glaube, ich hätte selber auch so ein bisschen so, ich hätte so diesen Gedanken so, okay, ich würde gerne so ein Horrorspiel so machen. Inspiration wäre jetzt ganz klar bei mir irgendwie bei Cry of 4. Okay. Weil ich das da sehr, sehr, sehr mag so eigentlich, dass ja du auch so ein bisschen Silent Hill inspiriert ist. Tatsächlich, zum ja. Zum Teil. Ich finde dabei, ich bin halt selber sehr, sehr großer Fan von dieser Depressive Suicidal Black Metal Musikrichtung. Und der Andreas Rönnberg, der ja die Musik gemacht hat und auch eben das Spiel Choir 4, der ist ja selber auch sehr, sehr starker Fan von dem Genre. Hat auch so eine eigene Band davon. Intake heißt die. Und
diese Musik bringt einfach so eine gewisse Stimmung einfach wieder. Mhm. Und sowas in so ein Spiel reingepackt, so auch so ein bisschen mit so ein bisschen, sag mal, sehr, sehr irgendwo auch so versucht, so zum Beispiel anhand von Gegner oder so, so gewisse verstörende Bilder so hervorzurufen. Aber so, wenn ich hätte jetzt kein Problem, irgendwie so zu sagen, okay, ich setze jetzt hin und map mal irgendwie drauf los mal, so stümperhaft das auch am Anfang wäre, so fängt jeder mal an so. Na klar. Oder ich zeichne jetzt ein paar Gegner oder sowas. Das wäre alles sowas, so, da hätte ich Spaß wahrscheinlich daran. Hm. Wo es wirklich für mich dann schwierig wäre, wäre dann so an diesem Punkt so, okay, jetzt verleih dem doch eine Geschichte. Am besten doch eine glaubhafte und am besten noch einem Charakter, der jetzt nicht einfach nur Platzhalter ist, sondern der vielleicht auch irgendwo, sag ich mal, vielleicht auch mit der Geschichte dazulernt zum Beispiel, sich irgendwo weiterentwickelt. Und das ist dann so dieser Punkt, wo ich dann so bin, so, okay, yeah, man kann es auch gleich bleiben lassen. Mhm. Naja, also wahrscheinlich wäre für mich so die Story dahinter so das, wo ich am ehesten, keine Ahnung, so was ich am schwersten für mich finden würde. Ich könnte ja jetzt dazu, ich will nicht sagen Tipps geben, aber ich glaube, jeder, der irgendwie Geschichten selber schreibt oder erstellt, merkt früher oder später, dass die besten erzählten Geschichten die sind, in die man selber sich hineinfühlen kann. Und du hast ja selber auch schon in den Let's Plays häufig gesagt, ja, das könnte ich auch selber irgendwie sein oder könnte ich mir bei mir vorstellen. Ich kenne das. Und das ist ja letztlich das, was ich ja auch für Skolios gemacht habe. Ich habe meine eigenen Erfahrungen genommen, auf 300% Intensität gedreht und dann daraus quasi eine Geschichte gemacht. Und ich denke, das machen viele Entwickler, die eben, oder generell nicht nur Entwickler, sondern halt generell auch Geschichtenschreiber, ihre eigenen Erfahrungen nehmen und das entweder verarbeiten im Horrorspiel oder eben Figuren zu schaffen. Muss ja nicht Horror sein. Figuren zu schaffen, die eben Attribute haben oder Charaktereigenschaften, die man selber hat oder welche, die man sich selber wünscht und zu gucken, wo fängt man da an, wie bin ich am Anfang und wie ist diese Figur dann am Ende. Ne? Also da hilft es, und das hat ja auch so Leute wie Ingmar Hahnemann, der unterwegs in Düsterbock gemacht hat, sagt auch immer, die Figuren sind basierend auf mir selbst und die haben immer Charakterattribute. Ich meine, du schreibst diese Figuren ja auch, natürlich haben die was von dir selbst und das sind die besten Geschichten, die du erzählen kannst, weil du dich da hineinfühlen kannst, weil du weißt, wenn ich diese Szene so und so schreibe und ich kenne das Gefühl dabei, dann weiß ich auch, wie ich diese Szene inszeniere, weil ich das Gefühl kenne. Und von daher, wenn du nicht weißt, wie du eine Geschichte machst, guck einfach selber mal auf dich, was beschäftigt dich und ja, was sind so die Themen, die du irgendwie bearbeiten möchtest. Wie fandst du das denn, dass es so offen war? Weil ich hatte durchaus auch Gespräche mit anderen Makern, unter anderem auch Calvin, die gesagt haben, wir hätten das gerne auserklärt bekommen. Und andere fanden halt, nee, ich finde das super, dass ich mir Gedanken dazu machen muss. Ich finde das interessant. Es gibt eben Spiele, die geben dir so ein bisschen hin. Da empfinde ich persönlich Skolios auch als etwas, was sehr bildhaft erzählt, wo du dir dem durch das, was du gesehen hast und erlebt hast, zusammenreimen musst, was du da gerade gesehen hast. Aber ja, komplett aufgeklärt wird es eben nicht. Und manche mögen es, manche nicht. Wie war das bei dir? Ich habe mit beiden kein Problem. Es gibt so Spiele, die nehmen einem direkt vorweg, so wie du schon gesagt hast, so am Ende, so was eigentlich so das Grundszenario ist. Man hat dann zumindest so für sich selber so an diesem Punkt so einen Abschluss, so okay, man ist jetzt voll im Bilde, was man gerade erlebt hat, Punkt. Und dann gibt es halt so diese Spiele, die halt tatsächlich einem das nur sehr, sehr, sehr schemenhaft so irgendwie erklären. Zum Beispiel auch Never Ending Nightmares, was vorher mal aufgezählt wurde. Oder Cry of Fear, was ja auch mehr als nur ein Ending hat oder sowas eben. Mhm. Was immer wieder versucht, einem so eine gewisse nur Perspektiven zu geben, aber nie wirklich die Story zu erklären. Und ich finde beides sehr, sehr reizhaft. Das Ding ist halt, mit dem einen hast du halt, wenn du wirklich so über alles Bescheid weißt, danach auch abgeschlossen, weil was musst du dir da groß weiter Gedanken darüber machen, wenn das Teil an sich dann fertig ist? Das andere gibt dir mindestens noch Spielraum, so, sag ich mal, einfach so darüber noch weiter das Schweißen. Sprich, das Spiel kann in einem selber noch so ein Stück weit, so in Anführungszeichen, irgendwie nochmal so weiterarbeiten. Hm. Deswegen wahrscheinlich so für die Erfahrung zweiteres besser, aber ich habe mit ersterem auch kein Problem. Hm. Ja, es kommt wieder da mal, denke ich mal, sehr drauf an, was du für ein Spiel hast. Ne? Und ja. Das finde ich halt das Interessante, deswegen fand ich das auch in Anführungsstrichen wichtig, das so zu inszenieren, dass es eben ein bisschen offen ist, weil ich wissen wollte,
Wie sind denn die Reaktionen? Was denken denn die Leute dazu? Wo ist, da passiert halt ein Austausch, ne? Ich habe als Entwickler so eine Message und die Spieler müssen was damit machen. Und wenn du es wirklich einfach alles runtererzählst, dann ist der Spieler fertig damit und ich höre danach nichts weiter davon. Ich muss aber auch dazu sagen, als Funfact dazu, Anführungszeichen, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Man darf tatsächlich halt solche tiefgreifende Gedanken allerdings nicht von dem Let's Player, vor allem nicht während dem Let's Player warten. Hm. Ich hatte das eine Kollegin gehabt, ich habe das Limbo-Let's Play gehabt und sie war so, oh, sie will unbedingt am Ende hören, was ich von dem Spiel dann denke. Ich habe dann das Spiel gespielt gehabt, Limbo, die ganzen Rätsel da so gemacht und hier und da. Und sie hat dann irgendwie von mir so erwartet, dass ich am Ende jetzt so da sitze und irgendwie das Ganze erlebte, was halt auch so über mehrere Etappen immer wieder war, weil man nimmt selten ein Spiel so am Stück irgendwo auf. Hat sie halt irgendwie gedacht gehabt, okay, ich schaffe das jetzt am Ende, das direkt alles so zu nehmen, das irgendwie zusammenzuwerfen und daraus mir eine Version direkt so zusammenzuspinnen, so wie wohl die ganze Hintergrundgeschichte war. Und nee, das funktioniert bei mir überhaupt nicht so in diesem Moment. Da ist so viel, was man gerade erlebt hat, was erstmal irgendwo verarbeitet werden muss, dass man das irgendwo in Einklang zueinander bringen kann. Deswegen ist einfach so von mir so ich glaube, das geht aber vielen Let's Playern so, deswegen so, erwartet da nie zu viel bei so einem Fazit erstmal. Absolut, ja. Das ist, glaube ich, jedem klar, der einmal so ein Video versucht hat, selber aufzunehmen und zu spielen parallel. Also das siehst du ja auch bei vielen Let's Playern, die dann im Anschluss zu so einem Let's Play ein Fazit ziehen, dass sie da viel reflektierter sind als während des Let's Plays. Du hast so viele Aufgaben, während du was aufnimmst. Du nimmst ja auf, du kommentierst, weißt du, denkst du gar nicht drüber nach, was du da gerade gelesen hast, während du es kommentierst. Da versuchst du noch mehrere Stimmen zu haben und so weiter. Also dann achtest du noch auf die Zeit nebenbei. Also das ist eigentlich ganz schwierig, dann gerade so ein tiefgründiges Spiel zu erfassen. Und da finde ich das schon ganz großartig, was du da so gemacht hast während Skolios. Kennst du es dann wahrscheinlich auch so dieses, man ist bei so einem Spiel, man liest etwas laut vor, je nachdem auch mit Stimmen. Und man schafft es, das laut vorzulesen mit dieser Stimme und danach nichts davon erhalten zu haben. Ja. Also kannst du noch dreimal lesen, damit du verstehst. Gerade wenn es irgendwie so ein Rätsel ist, wie bei dir mit dem Schalterrätsel, hätte ich wahrscheinlich auch 3, 4, 5 Mal lesen müssen, bis ich es begriffen hätte. Aber ich meine, hey, so hat man dann lustige Momente und die Folge mit dem Schalterrätsel ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen mit deinem Let's Play. Oh Junge, ich komme jetzt schon durcheinander beim Lesen. Das sollte nicht so schwierig sein. Eins hätte ich noch, weil du ja gerne auch RPG Maker Spiele immer wieder spielst. Und ich immer mal wieder so überlege, ob ich denn tatsächlich noch mal irgendwie ein Spiel anfasse. Gibt's denn? Das ist jetzt nur, also es ist sowohl auf den RPG Maker als auch auf die allgemeine Gaming-Branche bezogen. Gibt's denn ein Konzept, was du gerne mal sehen würdest als RPG Maker Spiel oder 3D-Spiel? Ist egal, was es bisher noch gar nicht gab. Oh, schwer, weil ich brutal unkreativ bin, glaube ich, was sowas angeht. ich bin da selber immer eher sehr, sehr davon beeindruckt, wenn ich so Spiele finde, so was für Leute sich da Gedanken darüber machen, teilweise auch beispielsweise Phasmophobia, was für simple Ideen es eigentlich gibt, aber die gab es halt nur als Spiel davor in der Form. Jemand denkt sich so, genau. Okay, warum eigentlich richtig nicht? Das ist so naheliegend, aber es hat nie jemand gemacht, deswegen. Ja, also Phasmophobia ist ein perfektes Beispiel, weil das ist ja so ein spielbarer Found-Footage-Horror, ne? Und das, genau sowas habe ich halt auch gedacht. Zum Beispiel, ich dachte, neben so einem Fantasy-Projekt hätte ich eigentlich Bock, mal so eine Art Kaiju-Spiel zu machen. Also so ein RPG-Maker-Spiel, wo du durch eine Stadt läufst, die gerade von irgendeinem Kaiju heimgesucht wird und ein Riesenmonster rennt da durch und macht alles kaputt. Und du versuchst da zu überleben einfach nur. Fände ich total cool, stelle ich mir aber unglaublich aufwendig vor. Ne? Also quasi so ein bisschen so Weltuntergangsszenario, in dem man einfach versucht so zu fliehen. Genau, also so wie so ein Survival-Horror, nur dass du halt aus einer Stadt entkommst von einem riesigen Monster, während alles in die Brüche geht. Als Film gibt's das alles, als Spiel noch nicht so wirklich. Ich meine, als Spiel gibt es halt sowas immer nur so elementeweise. Ja, genau. Aber es gibt nie so ein richtiges Spiel, das das einfach nur als Fokus hat. Richtig, ja. Nee, genau. Was ich tatsächlich ansonsten sagen, so würde mir jetzt gerade echt gar nichts einfallen. Müsste ich wahrscheinlich Gedanken darüber machen und dann, kluger Junge, schneidet das entweder rein Text oder schreibt es in die Kommentare. Ja, in diesem Sinne. Gut. In dem Fall war es mich ein, sag ich mal, inneres Blumenpflücken. Ich danke dir einfach vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, vielen Dank dir. Ich meine, es war ja so eine Art gemeinschaftliche Idee. Ja. Vielen Dank fürs Let's Play, für die Mühe, weil ohne Spieler sind ja die Entwickler letztlich auch nichts.
Und ja, schön, dass das geklappt hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit der Leute, die sich das hier anhören oder anschauen. Und vor allem bis zu diesem Punkt hier. Oh ja, oh ja. Tatsache. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, da noch mehr zu hören, dann schaut auch auf dem anderen Kanal von Zero bzw. mir, ich weiß nicht, auch mal vorbei. Da gibt es noch mehr davon wahrscheinlich. Ja. Und dann in dem Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Jo. Ciao, Kakao. Tschüss, tschüss. Also, aber das ist ja relativ schnell rum und dann beginnt das eigentliche Spiel, aber Glückwunsch, Captain, du hast eine Lampe umgeworfen.